Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Heute alles ein bisschen ungewöhnliche Konfiguration, weil es ist aktuell Star Wars Celebration und natürlich muss ich den Livestream nebenbei offen haben. Heißt also, mein OBS-Fenster, was mir jetzt anzeigt, ob die Aufnahme richtig läuft, ist jetzt ganz mini winzig, nimmt ungefähr ein Drittel des Bildschirms ein. Ganz mini winzig in der linken unteren Ecke. Und im Hintergrund läuft gemutet der Star Wars Celebration Livestream, damit wir, falls irgendwie was Cooles passiert, da reingucken können und reinhorchen könnten. Rein theoretisch. Ich glaube, darauf zu reacten ist nicht erlaubt, aber ich werde dann die Aufnahme pausieren. Mir das Zeug angucken. Ach so, ja, okay. Hi. Willkommen zurück. Rolling Smash. Okay, let's fight, I guess. Ja. Es wurden schon viele coole Details enthüllt. Und Endor wird tatsächlich das letzte bisschen Star Wars sein, was wir dieses Jahr bekommen. Obwohl, nee, sie haben noch The Bad Batch Staffel 2. Ah, damit könnten sie, glaube ich, das könnte passieren. Ja. Also, weil sie haben angekündigt, The Mandalorian. Wir reden jetzt einfach über Star Wars in einem nicht Star Wars Projekt. Ist mir scheißegal. Sie haben angekündigt, dass so Dings. Bloody hell. The Mandalorian Staffel 3 Februar nächsten Jahres kommt. Außerdem bestätigt, nächstes Jahr kommt Ahsoka, die Serie. Ja. Beim Rest wurden Termine noch nicht veröffentlicht, aber Endor kommt am 31. August raus. In der Woche, die ich Geburtstag habe. Also recht cool. Heißt also, ich werde dann die. Auch Endor startet mit einer Doppelfolge, genau wie die Obi-Wan-Serie. Ja. Und jetzt. Dein schlagen wir hier. Oh crap, Nia ist down. Leck mir am Arsch. Okay, jetzt Vulkan. Sword. Und weg ist das Drecksvieh. Oh mein Gott, noch mehr Gegner, Junge. Enemy hurty hurty. Cool. Ja. Genau. Endor wird 24 Folgen lang gehen. Das Obi-Wan-Theme haben sie gezeigt, das ist cool. Es gab wohl einen Trailer zu Mandalorian Staffel 3. Angeblich. Es gab zumindest erste Bilder. Ja. Also es gibt auch vieles, was sie exklusiv für die Celebration erstmal halten wollen, vor morgen. Danke, Motorrad, dass du mich hier so freundlich unterbrichst. Junge, was gibt uns das für XP? Diese ganzen Fights, ey.
Entschuldige, das Ding stirbt, bevor die vierte Stufe aufgeladen ist. Ah, doch nicht. Schade. So. Und jetzt. Moin, Alter. Das ist einfach zwei Balken XP aufgefüllt, dieser Fight, ey. Ja, heilige Makaroni, ey. Uff. Genau. Heißt, also wenn das wöchentlich erscheint, ich habe gerade den Scheißkalender nicht offen. Ja, und ich brauche bald mal einen neuen Pro-Controller, weil der Xenoblade Chronicles 2 Controller, mit dem ich das Spiel ja spiele, der klingt einfach... Klingt einfach wie mein Handy. Beide keinen guten Vibrationseffekt. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach super hart verwöhnt von meinem DualSense-Controller. Die bin ich gemutet oder nicht, Stelle ist jetzt sehr schwer zu sehen. Aber ich wollte heute unbedingt aufnehmen, etwas. Nicht so viel, weil morgen aufnehmen können wir in Ruhe über Obi-Wan Kenobi quatschen. Die ersten zwei Folgen. Es wird Pain, weil ich habe immer noch nicht den coolen neuen Fernseher. Aber den werde ich dann haben für Endor. Das ist ja auch nicht ganz schlecht. So, genau. Endor wird also 24 Folgen lang sein. Starte zu einem ähnlichen Zeitpunkt, wo Star Wars Rebels gestartet ist. Und das Ende soll wohl kurz vor Rogue One stattfinden. Also die gesamte Endor-Serie soll wohl den gleichen Spann haben, also den gleichen Zeitspanne haben, wie Star Wars Rebels insgesamt in allen vier Staffeln. Und da denke ich mir, okay, klingt schon mal interessant. Ja. Kabums! Genau, also ich muss mir überlegen, in was im Projekt könnten wir morgen über Star Wars reden, über Obi-Wan. Die ersten Eindrücke, hä? Normalerweise ist mein Quatschprojekt immer Breath of the Wild, wir können nicht... Nee. Und wir können nicht zu Fallen Order zurückgehen schon wieder. Aber wir haben gerade Fallen Order durchgespielt. Vor 2-3 Wochen. Like. Geht auch nicht, also. Was bleiben mir da für Optionen? Ich weiß nicht, vielleicht schnappen wir uns tatsächlich ein Lego Star Wars Game dafür. Genau, dann schnappen wir uns ein Lego Star Wars Game, wo ich auf dem zweiten Bildschirm dann irgendwie so Tutorials fürs Collecten aufhabe. Ja, wir haben hier hinten hier einen Schnellreisepunkt. Und es ist nach wie vor der... bei der... Es geht gerade um die Republic. Zwar eine geile Idee an sich. Aber die Umsetzung ist leider... Es ist zu umfangreich. Als dass zu viele Casual-Leute... Ich bin zwar selbst kein Casual-Fan, aber ich habe nur die Zeit wie ein Casual-Fan. So. Ja. Und ich überinvestiere schon viel zu viel meiner Zeit in Star Wars. Also... Deswegen... Es ist halt so umfangreich und dafür ist es nicht interessant genug. Ja.
Deswegen, ich habe noch so viel, ich würde so gerne, ich muss ja wieder Zeit nehmen morgen und in aller Seelenruhe lesen. Ich habe schon seit Ewigkeiten steht der Nachfolger von Soul Hunters? Soul Prophecy, richtig? Genau, Soul Prophecy ist der Nachfolger von Soul Hunters. Weil den Nachfolger habe ich zweimal, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Auf Englisch unterschrieben. Ich würde so gerne nicht lesen, aber es ist mal ganz viel dazwischen gekommen und so. Und da könnte ich auch morgen darüber reden in einem Aufnahmewagen. Machen wir morgen ganz viel Quatschvideos, wo ich einfach über Zeugs zähle, was ich gelesen habe. Also erst Obi-Wan, ja. Zack. Genau, erst Obi-Wan morgen. Und dann übermorgen vielleicht Soul Prophecy. Was haltet ihr davon? Halt ihr, denke ich mal, ein bisschen was von nicht. Quatschparts mag ich ja mal am liebsten. Und dann quatschen wir einfach so ein bisschen drüber Zeugs. Passt schon. Und vielleicht schaffen wir es heute ja sogar, hier ein bisschen weiterzukommen, sodass ich dann über Soul Prophecy hier drin quatschen kann. Weil wir dann wieder einen Nebenquest-Part bekommen haben oder sowas. Ihr seht schon, wir machen jetzt schon teilweise Nebenquests und kommen trotzdem mit dem Level nicht richtig hinterher. Deswegen. Da geht es lang. Ja, ich muss auf die Zeit gucken. Die Anzeige dafür ist jetzt viel kleiner als sonst. Aber ja. Oh, ich bin zu kalt für Obi-Wan, ey. Ah, keine 9 Stunden mehr bis Kenobi. Ja, also sie haben das Kenobi-Theme von John Williams persönlich auf der Celebration spielen lassen für alle Leute, die da waren. Und sie haben die Scheiße nicht live gestreamt. Ihr seid solche dreckigen Bastarde, Disney. Sie haben vorher extra angekündigt, dass alle Panels live gestreamt werden. Sie haben sogar angekündigt, dass dieses Panel live gestreamt wurde und haben dann nur Ankündigungen auf Twitter rausgehauen. Und alle waren so, really, Bro? Ernsthaft? Aber ja, jetzt Disney in a nutshell for you. Dings. Was, ich will nicht Medienwirksamkeit sagen, aber. Ihr wisst schon, was ich meine. 2500 Talentpunkte brauchen wir. Rex. Das ist halt auch super wichtig. Ja, maximale KP ab, bitte. Den Effekt von KP gab es in um 20%. Das ist bei ihr, glaube ich, auch echt hilfreich, wenn wir bei die bei Wand haben. Aber müssen wir irgendwie noch ein Talent benutzen, dann schalten wir das frei. Oh. Dann machen wir mal das Ding hier. Zack. Gucken wir mal, was er so für Talente hier hat. Etherkraft. Große, starke Hände. Fels in Abwandlung. Fitness 3. Pralle Heilung. Ah, okay. Techniken. Ja, wir kriegen nichts verbessert bei ihm. Bei dir. Jaguar-Kralle kriegen wir verbessert. Aber wir würden auch heilende Corona verbessert kriegen. Mit ganz wenig mehr Punkten.
Machen wir hier definitiv heilender Kreis. Bei dir nichts Sinnvolles. Axtsprung. Aber auch mit dem Aegis-Schwert kriegen wir noch nichts hin. Ausrüstung hast du wohl. Schadengrundwert wird um 20% erhöht. Ja, bitte, ey. Ja. Ein Amethystsplitter erhöht den Damage einfach mal eiskalt um über 50. Ja. Und erhöht die Agilität. Ach, damit erhöhst du die Agilität, ja. Aber nur bei Pyra scheinbar. Ja, bei dir würde es die Blockrate senken. Aber der Spinelsplitter bringt bei dir was. Wächterringe. Du hast aktuell einen Schuppendings drauf. Du hast was Besseres drauf. Auf deinen Sturm sitzen. Alles klar. Harmonieringe. Zack. Mehr Harmonieringe freigeschaltet. I see, indeed. So, Hilfskern ausrüsten. Technik wo 2 runter. Okay, aber ein bisschen was wir veredeln könnten. Cool. Leute, ich habe euch gesagt, ihr sollt den hier fokussen vor uns. Ach ja, zieht die Aggro von Level 80er Monstern auf euch. Ihr habt doch nicht mehr alle Lappen am Zaun, Alter. Oh, wir haben keine genügend. Ja, was ist die CPU auch so doof, ey. So ein Blitzen. Also ehrlich. Dass diese Dös-Battle in Level 80er rein müssen. Oh Gott, jetzt habe ich Schluck auf. We can do this all day. Dora could even beat them without friends.
Hab jetzt eine halbe Minute die Luft angehalten. Ich hoffe, das reicht. Ja, hätte ich eigentlich dran denken sollen. Okay, wir können bald wieder zu Pyra wechseln. Und jetzt. Können wir das Burning Sword auf sie niederklatschen? Umwerfen plus Vulkan. Vielleicht ganz üble Kombi. Eruption. Umwerfen plus Eruption. Easy peasy. Wir haben gerade die Hälfte seiner Lebensleiste mindestens mit diesem einen Angriff zerstört. Das ist schon übel, Alter. My lady, I would advise you to put more in your defense next time. I'll be fine. Offense is the best defense, right? Festung der Ehrlosen, so. Da wollen wir hin. I call on the power of what? Take off. Bear it bravely. This can't be good. Look out, everyone. It's not going to be easy to outrun this guy. Nein, nicht. Nicht in den Fight eintreten. Danke. Now. Kannst du dich da bitte wieder weg verpissen? Ah. Patrouillier da bitte weg. Danke, 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 danke. Danke. Im Sprudelsaft. Und ein Fraterni. Oh mein Gott, okay, wir brauchen dafür richtig viel Essen.
Alles klärchen. Kommen wir ein andermal wieder und machen uns jetzt erstmal wieder auf, weiter Uriah zu erforschen. Ich überlege immer noch, was das ist. Ich habe den letzten Part so ein bisschen das große Hauptareal von Uriah genannt, weil ich keine Ahnung hatte, wo wir sind. Und auch weil der letzte Part relativ ereignislos war, außer wir haben halt die Welt erkundet. Star Wars The High Republic ist eine New York Times Bestselling Series. Das wusste ich gar nicht. Naja. Cool zu wissen. Ja. Oh, es steht noch so viel auf meiner Liste. So, auch noch ein paar Bücher, die gekauft werden müssen. Aber das erste, was jetzt gekauft werden muss, nächsten Monat, sind Monitorhalterungen, Monitorarme. Und ja, da muss ich nochmal meinen Schreibtisch ein bisschen umarbeiten. Ich mache den Schreibtisch nämlich. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich ziemlich paradoxes neues Sitzverhalten mit dem neuen Stuhl habe. Der halt. Ja, wie soll ich das erklären? Er ist gleichzeitig zu hoch und gleichzeitig zu niedrig. Ja. Like, in Sachen Arm ausstrecken, um quasi Maus und Tastatur zu bewegen, ist er zu niedrig, der Stuhl. In allen anderen Sachen ist er zu hoch. Like, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur komisch, dass ich meine Arme im rechten Winkel haben will. Und nicht quasi mit ausgestreckten Schultern an Maus und Tastatur gehe. Aber wenn ich das mache, ja, hier, ups. So, ihr habt mich jetzt an der Tastatur klackern gehört, aber so. Ist halt kein Problem, aber da ist halt die Rückenlehne nicht für ausgelegt, was ziemlich komisch ist. Like, wenn ich mich so hinsetzen würde, wie es die Rückenlehne von mir will, gucke ich nach oben. Die Rückenlehne ist dazu gedacht, dass du nach oben guckst, was bei einem Schreibtischstuhl maximaler Quatsch ist. Like, den meisten Schreibtischen musst du nach vorne gebeugt sitzen. Warum gibt es also nicht eine Lehne, wenn man schon eine Schreibtischstuhllehne entwirft? Ja, mir fällt auf, ich sollte eventuell auch mal hier kurz die Decke, die ich benutze, um mich höher zu setzen. Oh, oh. Boah, das ist ja ein ganz anderes Sitzverhalten, ne? Hui. Aber immer noch, ne? Die sollte so ein leichtes Stück nach vorne geneigt sein. In Optimalposition. Die Rückenlehne. Like, wenn du am Schreibtisch tatsächlich sitzt und Schreibtischarbeit machst. Also, so. Schreiben, ja? Wäre das zum Beispiel. Das aktuelle Problem ist ja, ich will meine Arme nicht zu weit wegstrengen vom Körper, weil es anstrengend ist. Like, ich will die entspannt hier vor mir liegen haben. Like, versteht ihr, was ich meine? Nein, jetzt. Danke, hier hin. Okay. Ich weiß, wo es lang geht. Genau. Hier geht er lang.
Like, ich will noch mal so auf die Geschichte mit dem Stuhl zurückkommen. Like, wenn ich jetzt mich hier hinsetzen würde, ja, und meine Arme gerade ausstrecken würde, im rechten Winkel, dann stoße ich volle Möhre. Hört man in der Aufnahme gegen den Schreibtisch. Ja? Und wenn ich die Arme quasi so oben habe, ich weiß nicht, das ist nicht so optimal. Like. Also besonders nicht für Maus- und Tastaturspiel. Das liegt vielleicht auch daran, dass dieser Schreibtisch grundlegend nicht so optimal ist. Like, in der Theorie sieht er voll gut und angenehm aus, aber in der Praxis ist er voll scheiße. So. Like. Ich habe super viel Platz drauf, trotzdem ist das Ding zugemüllt bis zum geht nicht mehr. Like. Ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Hier liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Controller drauf auf dem Schreibtisch. Ein Nintendo, zwei Nintendo DS-Geräte. 1, 2, 3, 4 PS4-Spielhüllen. Einmal mein Switch-Game-Case. Ein Haufen alter Uniblätter. Einen Film. Ich muss den Schreibtisch mal aufräumen, ey. Kirschmarzipan von Ostern. Medizin ohne Ende. Und mit Medizin meine ich Medizin. Und hier sind 1, 2, 3, 4. Vier verschiedene Arten Medizin, die auf dem Schreibtisch liegen. Dann noch Desinfektionsmittel. Einen Lippenstift gegen trockene Lippen, also so ein Fettstift. Ja. Getränke ohne Ende. Also ich habe hier einmal draufstehen Bionade, Wasser, Volvic-Tee, eine Teetasse, ein alter Bierkrug, der hier oben steht aus Gründen. Ich glaube, den habe ich mal benutzt, um was aufzufangen. Beim Umfüllen, damit nichts daneben tropft. Da ist ein bisschen was Getrocknetes drin, das muss man sagen. Rum von Anno 1800. Rum Anno 2020 oder sowas. Der steht seit 2020 steht er hier rum. Haha. Und dann stehen da noch drauf die PS5, die Switch, die Wii U, die Xbox 360. Das Gamepad zählt für mich als einer der Controller. Meine The Last of Us Part 2 Collectors Edition Figur steht rum. Ist die einzige große Figur, die da rumsteht. Der Rest ist Kabelsalat. Lautsprecherboxen, die hier nicht richtig hinpassen, weil die Kabel alle viel zu kurz sind. Lego Dimensions Gamepad. Ein Kopfkissen, ein Telefon, noch mehr Medizin, was ich gerade nicht gesehen hatte. Ein Handy. Maus und Tastatur. Like, hier ist alles voll mit Zeugs. Ein Taschenmesser, Papierkram, Kinderriegel, Schraubi Schraubkopf, der Schraubenzieher, der bei meinem CPU-Kühler dabei war, den ich seitdem einfach nur cool finde und immer Zeugs schrauben will. Also, ja. Like, und die Höhe aktuell ist halt einfach, ich hätte es am liebsten so, es, der Stuhl ist eigentlich voll gut in der Hinsicht, dass er, wenn er vernünftige Lehne hätte, wäre der optimal. Like, der müsste nur nach vorne gedreht sein. Ein bisschen von der Lehne her. Like, die Arme, die Armwinkel hier sind fast auf der richtigen Höhe. Die kann man sogar verstellen. Ich bin nur zu doof dazu. Kriege ich nicht hin. Ja. Like, ganz minimal höher stellen, aber sie sind fast auf der richtigen Höhe. So könnte man so voll gut arbeiten. Mit Armlehnen, Mensch. Und eine gerade Stuhllehne, aber so ist halt. Jetzt bin ich halt angelehnt mit einem. Cool. Mit einem geraden Rücken, ja. Gucke dabei aber deswegen nach oben, was halt auch nicht optimal ist, so. Like. Es. Ja. Das ist irgendwie. Mein gesamtes Setup ist irgendwie sehr paradox. Und der alte Stuhl war halt insofern besser, als dass ich das gerade Rücken einstellen ging bei dem besser. Der konnte man ein Stück nach vorne neigen tatsächlich. Ja, und dann war der quasi nicht im perfekten 90-Grad-Winkel, sondern in so einem 85-Grad-Winkel. Und das geht schon viel zu lang. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier lang klatschen, aber. Ich sollte mal speichern.
ja, erzähl ich noch kurz weiter. Ja, das war voll angenehm, wenn du tatsächlich nah am Schreibtisch arbeiten wolltest, dann saßt du tatsächlich ein Stück nach vorne gebeugt da und hast trotzdem gerade Rücken gemacht, weil du dich angelehnt hast. Hast die linke als Unterstützung. Ja, so ist es, wenn ich einen geraden Rücken machen will. Halt, wie wenn ich in der Dusche einen geraden Rücken machen will. Habe ich auch keinen Rücken-Support. Ja? Und mit dem Stuhl ist so nach hinten lehnen. Man kann sich nicht perfekt nach hinten lehnen. Der Deck so 5 bis 10 Grad mehr nach hinten lehnen wäre perfekt. Ja? Aber so muss ich halt immer noch nach unten gucken. Ja? Und da ich mit dem Ding ständig nach unten gucken muss, habe ich mir so, wo ich mir Monitor arme. Und heb halt die Monitore an. Ja? Weil ich will den Schreibtisch nicht noch höher machen, weil ich dann quasi so hochgezogene Schultern haben muss, um hier vernünftig drauf Maus und Tastatur benutzen zu können. Ja. Also diese Exkursion, die den Part einfach 6 Minuten zu lang hat werden lassen, war auch mal ganz interessant. Damit würde ich aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein und tschüss.